herzlich willkommen zurück zu Monster Hunter. Hallo Mali, schmeiß nicht alles um. Es wird Zeit, gegen das üble Monster anzutreten. Den Lagiakros, der das Dorf gepeinigt hat. Oh, wie aufregend. Du bist dabei, aber nicht alleine. Wertejäger, vergiss das nicht. Alle im Dorf betrachten dich als Teil der Familie. Wir glauben an dich. Besiege den Lagi und komm gesund wieder. Ja, es ist soweit. Wir werden den Lagi angreifen und ihn auch diesmal zur Strecke bringen. Hoffe ich doch. Ich nehme mal von allem etwas. Eine Nullbeere wäre vielleicht nicht schlecht, falls wir Wasser kommen. Oh, so. Erstmal. Okay, und wir werden ihn natürlich mit Fahrtbeeren bewerfen. Und ich glaube, wir werden diesmal wahrscheinlich mit ihm im Wasser anfangen. Oh, ich muss den Timer starten. Start. Zack. Haha. An dieser Stelle begrüße ich natürlich all die Dauermitgucker, die sich hier komplett mit mir durchgewurschtelt haben, bis hin zum Lagi und zu seinem Niedergang, der zwar noch bevorsteht, aber ja, was steht uns schon großartig im Wege, ne? Also vielen lieben Dank, dass ihr immer wieder einschaltet und es freut mich und hinterlasst Kommentare. Das freut mich sogar noch mehr. Ja, ist er hier? Nein, ist er nicht. Er ist wahrscheinlich am Rumschwimmen. Und das wird dann wahrscheinlich bedeuten, dass wir direkt unter Wasser starten, was natürlich von vornherein etwas schwieriger ist. Unter Wasser ist der richtig agil. Da ist er! Er pennt schon wieder. Er weiß, dass wir da sind. Er will Blutrache. Er will unser Blut und sich an unserem Blut rächen und an unserem Blutkörperchen. Naja, wird Zeit, ihm den Garaus zu machen. Er hat es verdient. So, wo steckst du denn? Da ist er. Augen auf beim Eierkauf. Vielleicht hätte ich das ein bisschen besser nutzen sollen. Oh nein, wir sind geblitzt, Dingsdad. Nein, nicht nochmal. Wow. Ah, der ist so heftig unter Wasser. Komm, Schatzschal, waff mich. Und Schwanzi. Und jetzt wird Zeit für unseren Powerschlag. Scheiße. Boah. Üble Sache. Nein, nein, nein. Nein, er hat uns. Katscha, wehr ihn ab, wehr ihn ab. Wir müssen unsere Sache schleifen hier. Oh oh. Mal beobachten. Oh nein. Okay, jetzt geht er wieder auf uns. Ich versuche gerade jetzt nicht seinen Schweif abzuschlagen. Nicht unbedingt. Ah, nicht notgedrungen. Muss ja gerade nicht sein. Boah. Du heftiges Ungetüm. Er fühlt sich richtig wohl unter Wasser.
Nein. Bin ich dem ausgewichen? Ja, das habe ich verdient. Oh Gott, ey, jetzt wird es schwierig. Ich bin alleine, Chacha ist weg. Oh-oh. Oh-oh. Es ist soweit. Das, wovor man uns gewarnt hat, das Leuchten. Oh nein. Wir werden einmal kurz... Oh, jetzt geht's ab, jetzt geht's ab. Er kommt runter. Okay. Er geht ins sechste Gebiet. Trotzdem will er uns weiter einen spannenden Unterwasserkampf liefern. Denn er bleibt unten. Er geht gar nicht erst raus. Und wir müssen leider die Chance auch nutzen, hier zu schleifen. Ja, er wird sich wahrscheinlich jetzt auf Ebene 11 etwas satt fressen. Aber wir bleiben dran. Wir bleiben dran. Diesmal entkommt er uns nicht. Und ich glaube, ich habe einen Lagiacrus noch nie besiegt. Noch nie, nie. Denn gab es ja gar nicht auf der PSP-Version. Moment, wo ist er denn? Ah. Okay. Bin schon. Und da haut er den Berg kaputt. Scheiße, scheiße, scheiße. Zu spät, zu spät, zu spät. Oh. Ah, verdammt, ich sehe nichts mehr. Ich habe Steine im Gesicht. Beziehungsweise der Kameramann ist etwas betrunken. Wir haben irgendwas kaputt gemacht. Danke, Chacha. Ah. Haha. Krasse Scheiße. Ich sollte einfach mal trotzdem hier noch so einen nehmen. Ich glaube, der Lagiacrus ist ein großer von diesen kleinen Dinos da. Also die große Version davon. Und ein Schwanzi. Zack. Nee, nicht mit mir. Heißt er doch mit mir? Ah, er geht wieder. Spielverderber. Wir sind gut dran. Ich glaube, wir sind auch gut ausgerüstet. Das ist das A und O hier im Monster Hunter. Wir haben gut gesammelt. Wir sind bei 8 Minuten oder 9, wenn man so will. Aber ich vertraue jetzt diesmal auf den Timer, den ich gestellt habe. Boah, der ist extrem schnell, der Lagi. Oh, er ist extrem schnell und ist aus dem Wasser gehüpft. Das ist sein Untergang. An der Oberfläche habe ich nochmal einen Schlag mehr. Raus da, schneller. Damit er nicht wieder ins Wasser hüpft.
So, wird Zeit. Komm her. Er hat Hunger. Du bist nicht der Einzige, der hier mit Blitzen schießen kann, mein Freund. Ruhe da. Ja, und der hat gesessen. Nein. Okay, den habe ich verdient. Da war ich jetzt doch zu übermütig. Oh nein, es wird Zeit. Ich muss einfach jetzt schleifen. Das Schleifen hat nicht funktioniert. Katscha, geh weg hier, geh weg hier. Oh nein, ich muss schleifen. Wosch. Wir haben ihn umgeworfen. Verdammt. Aber wir haben ihn doch mit unserem Schwert getroffen. Bei dem gehen die Wettsteine ziemlich flöten gerade. Und mein Leben auch. Zack, da wird es mal Zeit für einen großen. Okay. Ich muss mal kurz einen strategischen Rückzug einleiten. Okay, er ist bereit zu sterben in seinem wässrigen Grab. Rutschatscha, komm, hinterher. Keine Müdigkeit vorschöpfen. Da humpelt er davon, oder? Oh, der sieht nicht so humpelig aus. Oh, Chacha, rette mich, verdammt. Okay, wir müssen den erstmal hier weglocken. Komm her. Weil da am Rand kommen wir nicht dran. So. Wir haben von den Beinen gefegt, unter Wasser.
Okay. Okay, und wir haben den Kopf. Schön, 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 schön. Ich bin voll hart konzentriert, es tut mir so leid. Ich komme gar nicht mehr dazu, irgendwas zu sagen. Du großer Brocken, komm her, auf den Kopf. Nein! Ah, Mann, ey. Oh, verdammt. Bin nah dran gewesen. Oh Gott, aua, aua, aua. Okay, das ist jetzt sein Humpeln. Wir müssen dringend gucken, dass wir unsere Waffe nochmal... Oh nein, sie ist noch grün. Okay, bis jetzt läuft's. Wir werden jetzt auf Gebiet 11 gehen. Und ich glaube, es hat so langsam sein Ende gefunden. Oh, der frisst. Bist du denn verrückt? Heiße Erd. Mist. Okay, hat... Ey, aua. Mann, ich muss hier weg. Oh. Okay. Katscha ist auch wieder da. Na, da haben wir kein Leben verloren. Wir wurden einfach nur ein bisschen weggepustet. Okay, er geht auf die 11. Das wird ein ziemlich enges Rennen da hinten. Quatsch, auf die 12. Aber auf der 12 ist es ja ziemlich eng. Was soll ich da sagen? Ist wenig Platz zum Kämpfen und vor allem ist der so riesig. Aber ich werde trotzdem nichts riskieren. Ich hau mir jetzt nochmal einen Trank rein. Und wir besuchen dich, Luggy. Er weiß, dass er da sterben wird. Wir haben es. Wir haben seinen Schweif abgeschlagen. Haha, nicht mehr lang genug. Oh, scheiße. Ah.
Na komm. Na komm. Tatsche, hast du keinen Tanz, um meine scheiß Klinge zu schärfen? Na gut, Gesundheit geht auch. Was? Ich habe ihn nicht erwischt, ey, das gibt's doch nicht. Ja, schön. Nein, das sieht nicht gut aus. Ah. Okay, wird Zeit für den schnellen Megatrank. Wir haben ihn. Wahnsinn, wir haben ihn. Juhu. Wir haben den Luggy kaputt gemacht. Wo ist sein Schweif? Da. Diesmal hat die böse Bestie verkackt und wir haben eine Folge produziert, die hat ganze Überlänge. Oh, scheiß drauf, wir haben in einer Folge den Luggy gekillt. Autsch. So, perfekt. Zack. Noch mehr Zeugs. Ja, wir haben es geschafft. Wir winken mal und jubeln. Und ja, perfekt. So, liebe Leute, vielen lieben Dank. Wir haben es geschafft. Wir haben zusammen den Luggy getötet. Hier ist der Endscreen. Und damit haben wir, ja, das Spiel aber noch lange nicht durch. Ich werde jetzt auch gucken, dass ich schnell die Folge beende, beziehungsweise den Abspann hier zu Ende gequasselt habe, denn im Hintergrund läuft es weiter. Und jetzt kommt wahrscheinlich noch ein Video. Das heißt, ja, mal gucken, was in der nächsten Folge kommt. Und danke fürs Einschalten. Bis dahin. Bye, bye.